Wie wende ich die Gel-Lack Peel-Off Base Sticker von Juliana Nails am einfachsten an? Wenn euch das interessiert, zeige ich euch das gerne, wenn ihr dran bleibt. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Ja, ich habe euch in einem meiner letzten Videos über Juliana Nails das Unboxing gezeigt, welche Produkte ich mir bestellt habe, und darunter waren diese Gel-Lack-Sticker. Warum habe ich die bestellt? Ich habe euch gesagt, wer es nicht gesehen hat, darf jetzt gerne mal hier oben schauen, dass ich diese Sticker bei einer Bloggerin entdeckt habe im Ausland, weil die trägt tatsächlich ganz kurze Nägel im Alltag, weil sie kleine Kinder hat und auch viel Haushalt. Und sich einfach sagt, wenn sie Videos dreht, möchte sie hinterher die Nägel rückstandslos abhaben. Und dann habe ich recherchiert und habe das bei Juliana Nails entdeckt. Und deswegen landeten die mit im Warenkorb. Diese Dinger, da sind 60 Klebepads drin mit einer Anleitung in Bild- und in Textform. Und so sehen die aus. Ich habe natürlich schon ein paar verwendet, weil auch meine Kunden absolut begeistert davon sind. Es sind drei dieser, hat sich eins versteckelt? Ja, mit mir kann man es ja machen. Drei dieser Sachets drin, jeweils 20 Pads drauf. Und ihr könnt es jetzt hier im Schein meines Tisches am besten erkennen. Verschiedene Größen und ihr könnt die auch selber zuschneiden, wenn ihr größere oder kleinere Nägel habt. Und ja, ich möchte euch das einfach zeigen, wie einfach das ist. Vor allem für die Leute, die zum Beispiel noch nie mit Schablone verlängert haben, weil sie dann vielleicht denken, oh Gott, nachher habe ich so einen ewig langen Stiletto und kriege den nicht mehr runter. Oder auch für die Leute, die dann sagen, ich möchte nur kurzzeitig längere Nägel oder mal eine andere Nagelform ausprobieren. Oder. Deswegen habe ich diese Sachen alle hergerichtet. Wichtig ist natürlich, die Nägel komplett vorbereiten, die Nagelhaut und alles wie gehabt. Zu Beginn auch natürlich den Naturnagel leicht anrauen und etwas durchreinigen. Auch hier war jetzt Cleaner drin. Zwei Flaschen hinstellen. Naja, das bin ich, ne? Ein bisschen schusselig. Das lässt ihr wunderbar durchtrocknen. Dann suche ich mir die richtige Größe aus. Hier sind alle noch dran. Und zwar ein bisschen näher könnte ich euch nehmen. Und zwar suche ich mir jetzt einfach mal Größe raus. Die hier sieht zwar von oben her passend aus, könnte allerdings ein Ticken zu klein sein, weil ja eure Nägel eine natürliche C-Kurve besitzen. Also, wenn ich den hier aufsetzen würde, der wäre definitiv zu klein. Der hier, boah, der ist schon ein Ticken zu groß. Was ihr nicht machen dürft, ist so ein großes Lätzchen drüber legen, denn dann liftet sich die Folie vorher, außerdem schaut sie drunter durch oder vor unter dem Material. Also wie gesagt, lasst euch lieber etwas Zeit zum Raussuchen. Ich nehme mir diesen hier, Nummer 4, für meinen Finger. Könnt es natürlich auch machen, indem ihr euch Handschuhe anzieht oder auch mit der Pinzette, aber ich finde es so viel angenehmer. Und ich schaue jetzt erstmal unten drunter durch. So, das ist noch ein bisschen wellig. So, jetzt lege ich das erstmal ab, weil ich sehen will, ob ich das richtig hinbekomme. Hier schließt es vollständig ab, das ist gut. Und hier seht ihr jetzt, was ich meine.
Hier ist ein Millimeter zu wenig. Das heißt, ihr nehmt das wieder ab. Ich lege das jetzt einfach mal nebenhin und nehmt etwas größere Größe. Es muss abschließen. Es bringt euch gar nichts, wenn ihr das zu klein raussucht. So, ich klebe. Ich muss mich erst wieder neu. So. Dann halte ich das wieder fest. Jetzt schließt es hier super ab. Wenn es hier ein bisschen geriffelt ist, das macht gar nichts aus. Das sieht man nachher gar nicht. Und wenn ihr jetzt denkt, hier hängt es etwas über den Rand drüber, dann gibt es einen Trick. Die sind nämlich flexibel. Dann zieht ihr einfach dieses Ding nach vorne und es setzt sich glatt hier hin. Das macht ihr einfach hier drüben auch. Lockert es wieder, zieht es nach vorne. Also ist auf jeden Fall schon wesentlich straffer als vorher. Könnt es also wirklich richtig, seht ihr jetzt hier, dehnen, ohne dass es euch abfatzt. Natürlich, wenn ihr es zieht, ja, man darf nicht nach oben wegziehen, sondern bitte nur so. Gut, dann sitzt es schon mal, dann braucht ihr eine Schere. Ihr könnt es ein bisschen drüber stehen lassen. Schadet überhaupt nichts, stört nicht und man sieht es hinterher auch nicht. So, wenn ihr das dann gemacht habt, kommt ihr einfach nur mit der Feile oder am besten noch eher mit einem Buffer. Das hier ist jetzt eine 180er Grit und ich gehe wirklich nur federnd drüber. Also halte die wirklich sehr, sehr leicht und auch nur von der Mitte aus nach außen. Es darf nicht verhaken, deswegen ihr müsst ganz, ganz, ganz leicht. Ihr müsst auch nicht die ganze, nicht den ganzen Peel-Off-Sticker befeilen. Das reicht schon vollkommen aus. Dann brauche ich meine obligatorische Staubbürste. Und falls ihr Haftungsprobleme habt, könnt ihr selbstverständlich einen Ultrabond auf diese Matte drauf machen. Und auch ruhig wirklich bis zu den Rändern, denn ihr habt ja jetzt die Matte wirklich kuppenbündig gelegt. Wie gesagt, hier diese Kleinigkeit, die hier wellig ist, das schadet überhaupt nicht, es hält trotzdem. Ich habe das jetzt, wie gesagt, an 3 Kunden ausprobiert. Und es hat funktioniert. So, dann nehme ich euch wieder etwas weiter weg. Dann nehme ich mir einfach irgendeine Schablone und nehme diese ab mit Ei. Manche von euch haben ja schon Schablonenerfahrung und es gibt viele, die kleben die Schablone mit der Klebeseite nach oben hin. Das mache ich nicht. Ich klebe es so hin. Warum, zeige ich euch auch gleich. So, kleines störrisches Ding. Wenn ich jetzt hier ganz eng rollen will und habe das Pech, dass ich hier zusammendrücke, dann wird mir das nämlich hier komplett festkleben und dann kann ich eine neue Schablone setzen. Und das ist nervig, speziell im Studiobetrieb. So. Dann halte ich die hier hinten etwas geöffnet. Von vorne ist hier noch ein Loch zu sehen. Das brauche ich nicht. Ich will ein Stiletto haben. Also mache ich den zu. Und ein Stiletto geht leicht nach oben. Dann setze ich jetzt erstmal aus meiner Perspektive. Ihr seht es gleich besser. Eng die Schablone. Also es ist, aus meiner Perspektive ist es gerade, ja, ihr könnt es auch erkennen. Blöd ist immer, wenn man es aushärtet, im UV-Gerät oder im LED-Gerät habt ihr das Pech, dass diese Schablone so hoch ist. Na und?
Sobald ihr die zusammengeschnippelt habt, dürft natürlich nicht zu viel wegnehmen. Sollte euch noch eng anliegen, schneidet ihr einfach ein Stück ab. Und dann ist das Theater nämlich gegessen und ihr könnt ganz normal reingehen. So, dann teste ich nochmal, dass es wirklich nicht verrutschen kann. Hinten muss natürlich dann die Schablone offen bleiben, wenn es ein Stiletto wird, da ihr die Schablone leicht erhöht, also wirklich nur dezent. Jetzt habe ich einen Trick, nachdem es heute sehr heiß ist und mein normales Fiberglasgel leider nicht im Kühlschrank war, wo es hingehört, nehme ich jetzt das Fiberfix, stelle es dir scharf, ja, mit der Nummer 1545, das ja eigentlich ein Haftgel ist, aber macht ja nichts. Ich kann das auch damit. Mein Pinsel ist schon sauber und eingearbeitet. Und das ist so schön standfest. Und dann nehmt ihr das einfach und legt los. Ohne Probleme. Darauf achten, dass ihr natürlich nicht über die Nagelhaut rauscht. Und dann überlegt ihr euch, welche Form ihr haben möchtet, ob es ein Stiletto bei euch werden soll, ob ihr einen langen Square haben mögt oder eine Ballerina, eine Mandel, ein Edge. Das könnt ihr euch alles Stück für Stück aussuchen. Und mit diesem Gel kann ich das halt wunderbar schon so vorpräparieren, weil die anderen Gele leider jetzt zu flüssig sind und mir natürlich dann abhauen würden. Erstmal nur eine relativ dünne, gleichmäßige Schicht nach vorn verteilen. Dann brauche ich eine Zellette und markiere mir das Ende links und rechts, wie tief ich das Ganze runter haben möchte. Dann kontrolliere ich natürlich nochmal die ganzen Randbezirke an der Haut und gehe mit dem Low Heat rein. Muss natürlich immer wieder ein bisschen rausgehen. Das lässt sich bei mir leider nicht anders machen. Aua, heiß. Ich suche noch nebenbei was. Ich härte das jetzt mal kurz aus, damit das Video nicht ganz so lange dauert und hole meine Pinschklemme. Bis gleich. Ich habe es gefunden. Es ist da, wo ich es immer habe. Ja, ist normal, ne? So, wenn das Ganze dann rauskommt, nehme ich mir eine weitere Menge. Ich habe das jetzt nur 30 Sekunden anhärten lassen, dass es noch etwas flexibel ist. Und modelliere den Nagel jetzt ein Ticken mehr auf Festigkeit. Denn es muss vorne natürlich genauso stabil sein wie hinten, das ist klar. Der richtige Aufbau kommt erst nach dem Grundschritt. So mache ich das bei Gel. Bei Acryl würde ich den Aufbau gleich integrieren. So könnt ihr dann wirklich alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt auch Glitzer einlegen, Strasssteinchen setzen und. Und könnt halt wirklich auch mal ja, experimentieren, wie würden andere Nagelformen, andere Nagellängen bei euch besser rauskommen. So. Und jetzt gehe ich erstmal kurz rein. Da muss ich wieder ein bisschen raus. Das ist aber nicht schlimm. Und circa mal 30 Sekunden. Mit diesen Dingern bin ich ja nicht so firm. Das mache ich also wirklich nur, wenn ich Gel mache. Bei Acryl kommen die großen Zangen. Oh, muss noch ein paar Sekündchen. Das ist das Schöne, wenn man Video aufnimmt, läuft ja die Zeit unten mit. So, dann teste ich das Ganze. Ich habe natürlich nichts zum Testen hier, weil keine Fingernägel dran. Und dann gehe ich einfach mal, ja, noch eine kleine Idee. Nicht zu früh pinschen, sonst ist die ganze Sache weg. So, hier ist natürlich immer die Schwierigkeit,
dass die Schablone natürlich sehr lang ist. Dann setze ich mir das jetzt erstmal, könnte man eigentlich den Finger so rum drehen. Aua, das war gerade eng. Ihr seht, was ich mache. Gut. Ich habe die Pinchklemme ein bisschen angeschliffen, dass sie mir nicht wegrutscht. Okay. Solltet ihr nicht ins Gerät reinpassen, hebt es einfach an, dass ihr einfach nicht zu nahe an den Leuchten dran seid. Wenn es ausgeht, müsst ihr natürlich ein bisschen variieren, wieder etwas runtergehen. Entspannt euch, lasst euch Zeit, es ist alles in Ordnung. Ups, dann komme ich noch mal raus. Denn sie lässt sich abnehmen, ist noch sehr beweglich. Also ich habe jetzt wirklich nur so eine winzig kleine, dünne, zierliche Sache gelegt. Ich brauche sie gar nicht weiter pinchen. Jetzt kann ich hier direkt aufbauen. Ich nehme mir hier ein Camouflage-Gel von Melissa Nail Style Cosmetic und zwar das Camouflage Soft Pink mit der Nummer 15715. Das ist ein sehr schöner Rosé-Ton, obwohl meine Haut ja eigentlich eher ja, die Beige-Töne favorisiert. Aber ich möchte das auch mal austesten, wie sich das denn auf dem Nagel macht. Außerdem bei dieser Länge braucht man einen kleinen Aufbau, sonst hat man da sehr schnell den Nagel in der Hand. Ungewollt. Dann tut ihr einfach so, als ob ihr nur euer Nagel modelliert. Nichts anderes. Da werde ich dann wieder etwas ruhiger. Ich könnte fast ein ASMR-Video machen, wenn ich so ruhig werde. Ist auch gerade so ein Ding. Ich dachte immer, ASMR-Videos sind nur im Fetischbereich. Nö. Damit schlafen die Leute tatsächlich ein. Das finde ich total witzig. So. Ich brauche jetzt keine super ultra perfekte Smile, aber ich möchte gleichmäßig das Gel an meinem Schwerpunkt. Also drehe ich meinen Nagel einfach mal geschwind um. Lass die Schwerkraft für mich arbeiten. Natürlich daran denken, dass ihr den Schwerpunkt nicht so weit vorne setzt, sondern eher im hinteren Teil, dann könnt ihr auch ein bisschen höher gehen mit dem Nagel. Dann mache ich schon den Low Heat an, drehe rum und gehe rein. Achtung, es wird heiß. Denn ich habe ja jetzt mit Gel gearbeitet. Ich bin eh empfindlicher und wenn natürlich so eine Masse drauf ist, es ist ganz klar. So, aber ich wollte es euch einfach zeigen. Also ich finde den Ton sehr lieblich, sehr, sehr, sehr zart. Er ist nicht so dolle eingefärbt wie die meisten Camouflage-Töne, die ich kenne. Jo, was nehmen wir denn als nächstes? Habe ich denn hier irgendwas Frenchiges? Was mal? Nö. Nichts Frenchiges. Okay. Dann nehme ich einfach weiterhin dieses. Heieiei, wird warm. Fiber Flex Fix. Das heißt Fiber Fix. Autsch, heiß. Heieiei. Also. Ihr müsst es nicht komplett durchhärten. Klar, ihr könnt es gleich aushärten, wie ihr das normalerweise auch macht. Ich möchte jetzt aber hier vorne Stabilität reinbringen. Die Fussel stören euch jetzt erstmal gar nicht. Es geht darum, dass die Spitze stabil wird und aufgebaut wird. So, dass ihr das sehen könnt, was ich hier treibe.
Okay. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Mit diesem Gel kann ich wirklich super spielen. Okay, kann rein in Normalhitze. Und so baue ich jetzt erstmal den Nagel die Stabilität auf. Das heißt, einfach mehrere Schichten modellieren. Ich werde jetzt nachher noch ein, zwei Schichten mehr machen. Ich lasse euch aber voll dabei, denn ich möchte euch nachher auch zeigen, wie man sich ja dann das Zeug wieder abmacht. Aber es ist super stabil und ihr könnt alles damit machen. Das ist also mit dieser Länge, es geht wirklich alles und es fühlt sich an wie ja, wie stabil einfach. So. Etwas mehr muss noch, das war natürlich wieder viel zu viel. Liebevoll. Also kein New Style, das ist einfach nur ein stinknormaler Nagel, ohne irgendeinem Stil zu folgen. Das könnt ihr auch handhaben, wie ihr mögt. Ihr könnt einen New Style damit machen. Ihr könnt nach Oldschool arbeiten. Ganz nach eurem Belieben. So, dann werde ich das Ganze erstmal weitermachen. Dann dauert es doch nicht so arg so lang. Und zum Feilen hole ich euch gerne wieder mit dazu. Bis gleich. So, ich komme gerade eben raus. Es ist also noch Schwitzschicht drauf und nur mit Cleaner ganz vorsichtig keinen Druck ausüben, abnehmen. Sieht natürlich jetzt total verrupft aus, aber ist egal. Zuallererst macht ihr eure Seitenlinien. Das heißt, ihr schaut gerade auf den Kern eurer Pfeile. Es geht jetzt erstmal nur ums Hintere. Hier genau das gleiche und vorsichtig, ohne Druck. So, dann stütze ich mir bei dieser Länge den Nagel. Lasst euch ruhig Zeit, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist ein bisschen doof. Also ihr könnt natürlich auch sauberer modellieren. Dann entfällt das nämlich für euch. Aber ich habe das jetzt einfach nur drauf gekleckert, ohne nachzudenken. So, und dann stütze ich hier wieder. So, erst jetzt schaue ich mir den Nagel an, ob er wirklich mittig ist. Mittig heißt vom Knochen der Hand. Ich bin in der Mitte, also er dürfte jetzt nicht eine andere Richtung zeigen. So, er wirkt jetzt unter der Kamera schief, ist er aber noch nicht so. Ich muss nur hier so eine klitzekleine Idee wegmachen und dann ist er wieder komplett gerade. So, ich forme den jetzt leicht. Das heißt, ich mache jetzt erstmal meine normalen Routine ohne Druck stützt diese Länge mit einem eurer Finger. Das ist wirklich Übungssache. Und ohne Druck feilen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Acrylgel machen. Dann ist das Feilen sowieso ein Kinderspiel. Hätte ich auch machen können, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. So, dann stütze ich mir die Länge des Nagels. Um einfach so ein bisschen, Entschuldigung, so seht ihr es besser, um einfach nur ein bisschen hier so das Gerade reinzubekommen. Ich werde den jetzt erstmal fertig feilen, sonst dauert das Video über eine Stunde. Übertrieben gesagt. Und sobald ich das dann fertig habe, zeige ich euch, wie es weitergeht.
So, jetzt habe ich schon ein bisschen mehr geschafft. Ich nehme euch wieder näher ran. Und zwar von dieser Seite. Sieht sehr gut aus, auch von dieser Seite. Es ist aber noch eine klitzekleine Delle da. Und zwar, wenn ich hier von vorne gucke, sehe ich, dass hier uneben ist. Hier ist noch eine Kante drin. Das kann man natürlich jetzt auch mit einem Buffer, hätte man das jetzt auch machen können. So, ich stütze wieder mit dem Daumen den Nagel. Jetzt setze wirklich ganz gerade die Pfeile auf. Bewegt die gleichmäßig mit leichtem Druck über den kompletten Nagel und schon habe ich diese Unebenheit weg. So, von unten möchte ich natürlich auch schön gleichmäßig haben. So, hier unten ist auch schön der Tunnel erkennbar. Und das Stück habe ich gerade ruiniert. Das war zu dünn. Also da seht ihr auch mal, es ist manchmal ein bisschen tricky mit Gel. Also mit Acryl wäre mir das nicht passiert. Dann schadet es aber nichts, wenn ich da jetzt ein Video dazu mache. Denn was passiert denn, wenn dann plötzlich ein Stück fehlt? Naja, ganz einfach. Ihr nehmt halt das bisschen auf der anderen Seite auch weg. Dass es wieder gleichmäßig wird. So. Ist also überhaupt gar kein Beinbruch. Wenn ihr jetzt die Spitze, wenn euch das zu dünn erscheinen würde, die Spitze, und ihr sagt euch, ihr habt Angst, dass da irgendwas kaputt geht, dann füllt ihr euch das Stück hier vorne einfach nochmal mit Gel. Und jetzt wäre eigentlich der Nagel fertig, fertig modelliert. Dann könntet ihr nach dem Aufbau entscheiden, ob ihr Farbe drauf mögt oder. Und er ist hart. Er ist wirklich hart. Oh, mein Freund kommt. Ich habe vielleicht gar keine Zeit mehr. Oder mein Kind hat Hunger. Was mache ich denn jetzt? Ja, es ist fest, das Zeug. Am besten, ihr nehmt einen Propusher. Schön vorsichtig. Und geht hier drunter. Das tut überhaupt nicht weh. Und jetzt kommt's. Moment. Sitzt noch. Tada! Und der Nagel ist nicht futsch. Und jetzt guckt euch das mal an. Ist es geil oder ist es geil? Das heißt, ihr hattet vorhin gesehen, wie ich mit diesem Nagel auf den Tisch geklopft habe. Es ist richtig fest. Das heißt, ihr müsst wirklich ein bisschen hier mit dem Pro-Pusher nachgehen. Dann reinige ich einfach meinen Nagel und wie sieht der aus? Wie vorher. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, diese Teile sind wirklich Gold wert, denn ich kann jederzeit jedem, der Kurzzeitnägel möchte, diese Nägel präsentieren, ob jetzt aufwendiger für mich mit Gel. Ganz einfach mit Acrylgel oder mit Acryl oder mit den Fibernails. Wenn ihr die Fibernails ausprobieren wollt und ihr aber nicht wisst, lasse ich die nachher dran oder nicht, klebt euch einfach einen dieser super tollen, dünnen Gel-Lack Peel-Off Base Stickers drauf. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen, auch schon wieder eine halbe Stunde lang. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir eure Erfahrungen über diese Sticker sagen könnt. Und wenn ihr Näheres wissen wollt, einfach in der Infobox schauen, da steht alles drin. Und über eure Abos freue ich mich natürlich auch. Bis zum nächsten Video. Ich danke euch.